Also es ist absolut super, vor allem wenn man weiß, was heute noch alles kommt. Ja, also das ist natürlich super, es macht Spaß. Also heute Morgen hier dieser ganze Trubel und dann nachher nochmal die Stars, super. Hoffen wir, dass wir gewinnen, dann in der Arena spielen. Beschreiben. Man kommt hier rein und dann sieht man das Ganze und es ist riesig und es ist wirklich unbeschreiblich. Mir fehlen fast die Worte, das hier auszudrücken, was hier für ein Event stattfindet. Leben! Wenn man jetzt schon 4-5 Stunden vorm Spiel die Begeisterung hier sieht, ist es wirklich Wahnsinn und es ist was ganz Großes. It's very impressive and it's so nice to have a day when all the levels of handball can express their talent. So I think that the global event is fantastic and I really enjoy seeing those young people and see already how talented they are. Das macht natürlich immer mehr Spaß, als so nicht so voll im Stadion zu spielen. Aber für mich war was anderes, dass man Handball und nicht Fußball spielt. Aber ich gesehen, kann ich auch. Ich glaube, für die Jungs ist es toll, weil es wirklich auch eine Wertschätzung ihrer Leistung ist. Es ist, glaube ich, nicht alltäglich hier, das Ambiente. Und toll, dass so viele Leute hier sind. Sicherlich eine sehr positive Geschichte für den Handball insgesamt. Die gesamte Veranstaltung mit Bundesliga-Handball, mit unserem Spiel. Und man muss auch sehen, diese Jugendturnier außenrum und so weiter ist schon eine gute Sache für den Handball. Ja, das war sehr, sehr schön. Ja. Er hatte die bessere... Und sie lassen ihn hochheben. Er hatte die bessere Mannschaft. Ich hab's... Für den Handball ist so ein Event, wenn es mal passiert, nicht zu bezahlen. Es war gute Stimmung und selbst wenn man nicht mitgespielt hätte, wäre ich schon froh gewesen, dabei zu sein. Also es war traumhaft, war echt schön. Großes Erlebnis. Ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, den Sack schnellstmöglich zuzumachen und Hamburg überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen. Das Warmmachen und der Einlauf war schon sehr speziell. Zunächst, als wir hier rausgelaufen sind, war es erstmal nur wow, ziemlich groß, ziemlich geil. Es war gut gemacht und war ein tolles Gefühl, hier zu spielen. Ja, sensationelles Erlebnis, da haben wir alle schon wochenlang auf der Ring gefiebert. Dann wird es nochmal spannend für die über 44.000 hier im Stadion. Aber trotzdem hat es riesen Spaß gemacht, Wahnsinnskulisse. Sieg gegen Hamburg vor einer bombastischen Kulisse. Das ist sensationell und das muss, glaube ich, auch der Weg sein im deutschen Handball, dass wir solche Events häufiger haben und dann wird es mit dem Handball wieder nach vorne geht. Aber wir sind jetzt erstmal froh, dass wir 2 Punkte haben, weil das ist das Allerwichtigste.
Aber so eine Veranstaltung ist einfach gut. Tag des Handballs sollte man öfter machen. Einmal im Monat vielleicht.